Es ist so scheiße dunkel hier. Man sieht ja fast nichts. Oh, eine Arzttasche. Erste-Hilfe-Kasten. So, jetzt habe ich's. Leere Spritzen, die wiegen ja auch nix. Oder wiegen die was, die Spritzen? Eigentlich nicht, ne? Doch, tun sie. Aber die wiegen so wenig. Oder? Ja, die wiegen irgendwie so wenig, dass ich die eigentlich mitnehmen kann weiterhin. Aber die wiegen viel eigentlich. Krass. Aber seht euch den Wert an. 1120, die wiegen insgesamt 56. Sensormodule. Wieder sowas Sinnloses. Wofür habe ich das dabei? Schrift? Was will ich damit? Schachtel Zigaretten, weg damit. New Coca-Cola Truck, weg damit. Da die Spritzen wiegen insgesamt 0,49. Ach so, dann behalte ich die. Ledergürtel. Wieso habe ich eigentlich Ledergürtel jetzt dabei? Ich mach mir Platz. Was? Ich bin überlastet und kann nicht mehr laufen? Das ist schon wieder so... falsch, weil es überhaupt nicht stimmt, weil ich nicht überlastet bin. Boah, ich bin so gerade so ruhig, ne? Ich muss mich gerade voll konzentrieren, hier nicht irgendwie was Falsches mitzunehmen. Gleich bin ich wieder da. Moment. So. Da oben noch. Hier noch. Okay, 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 okay. Ja, okay. Ich will euch jetzt nicht damit nerven, dass ich hier alles einsammle. Deswegen. Leerer Aktenschrank, guckt doch nicht da rein. Hallo. Wo seid ihr? Hundis. Rad 5. Nee, das ist mir zu viel. Werkzeugschrank. Pff. Spind. Kronkorken. Nöck. Und Kronkorken. Ich gucke auch immer in die leeren Sachen rein. Ich bin so dumm. Egal. Okay, hier komme ich also nicht durch. Das heißt, ich laufe jetzt mal. Ach Gott. Ja, tut mir leid, aber das gehört halt dazu, ne? Ich will halt alles mitnehmen, soweit es geht. Weil das sind Kronkorken und das ist Geld und Geld lässt man nicht einfach liegen. Ich höre die Hunde. Ich höre sie die ganze Zeit. Ich bin auch auf Vorsicht. Ich habe Angst, dass die mich jetzt von hinten anfallen. Naja. Wird schon nicht passieren. Ich falle sie eher gleich von hinten an. Passt mal auf. Metallkiste, Vorkriegsgeld. Metallkiste. Boah, sind das hier alles Raucher oder was? Krass. Voll die Kettenraucher hier. What zur Hölle? Du bist in der Bibliothek. Hier musst du wow! Wo kommt der her? Na komm! Komm!
Gut, ich mach's anders. Ich mach es anders, ich mach es anders, ich mach es anders. Ich mach es wie er. Bloß auf den Kopf. Das überlebst du nicht. Ja. Flieg auseinander. Gut, gib du mir mal das. Die. Das war's erstmal. Mehr brauche ich von dir nicht. Was ist mir hier eigentlich gerade entgegengeflogen? Mir ist doch gerade irgendwas Dickes entgegengeflogen. Keine Ahnung. Dich, dich, dich. Und ja. Kleidung. Krass, geht die hier schnell kaputt. Ich bin immer noch überlastet. Was zur Hölle? Warte mal, ich probiere mal eben was. Vielleicht. So unlogisch das eigentlich auch klingt, aber ich glaube... Also erstmal hier. Dem Overall und dann den kann ich... Ja! Mit Maske und Brille reparieren. Und ich bin überlastet. Fresse ich mir schnell was? Die braucht noch nicht repariert werden, aber das mache ich jetzt einfach mal. Krass, ey, wie riesig diese Räume hier sind. Oder wie riesig dieser Raum hier ist und man kann einfach keine 2 Meter weit gucken, voll unübersichtlich hier. Scheiße. Komm mal her. Stundenplan, bla bla bla, ist ja gut. Metallkiste, Stange Zigaretten, mal wieder. Ich trinke noch was. Haarklammer, Stange Zigaretten. Sunset Cells of Perilla nehme ich jetzt mal nicht mit. Weil ich es kann. Also da stehen lassen kann. Weil ich das halt kann. Bier entladen, Energiezelle klein, die wiegt ja nix. Eine Kampfrüstung brauche ich nicht, die wiegt auch nix und die kann man da wieder auffüllen. Metallkiste, Vorkriegsgeld und sonst nichts. Krass, ey, mir fällt gerade mal auf, wie viel Munition ich für die Waffe hier habe. Wissenschaftlerhandschuh. Was ist das denn? What the fuck? Das ist nicht echt eine Waffe. Wie viel Schaden machten die? 21 Schaden? Was zur Hölle? Die Axt macht 43. Lol. Lol, 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 lol. Hilfe. Okay, dich brauche ich doch nicht. Was will ich mit der? Meine ist ja noch fast ganz. Fast ganz. Vorkriegsgeld. Boah, das ist echt eine Goldgrube, das muss man sagen. Nicht, dass ich das alles wieder abgenommen bekomme. Das wäre scheiße. Und zwar wirklich scheiße. Ich höre hier doch jemanden. War doch eben, da ist er. Ach so, das ist der Geschützturm hier oben drauf. Von unten verletzen kann ich den leider nicht. Komm, ich mach's jetzt mal so. Da kommt einer um die Ecke. Das habe ich genau gesehen. Ich glaube, ich habe extrem viel von diesen Dingern dabei, ne? Sunset Cells of Perilla. Ne, so viele sind das gar nicht. Da kommt gerade einer um die Ecke. Ja, ich hab dich schon gesehen, mein Freund. Wie er mich anguckt mit seinen schielenden Augen. Oh Gott, da kommt ja noch einer. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Natürlich trifft er mich noch. Was? Ich müsste doch normal AP zurückgewinnen. Warum habe ich keine AP zurückgewonnen? Ich bin überlastet. Ach ja, genau. Da war ja was. Energiezelle. So. Ach so, der hat nur Hundefleisch.
Und weiter und weiter und weiter und weiter. Und weiter. Und was haben wir hier? Eine Fahne, die ist auch schon... Hat er mich jetzt erschrocken ein bisschen. Habe ich mir zwar schon gedacht, dass sowas jetzt kommt, aber... Ist ja auch, wie kann ich eigentlich aus diesem Ding rauskommen? Ja! Flieg erstmal noch zurück, einen halben Meter. So, du bist weg. Und hier ist auch sonst erstmal niemand. 10mm Maschinenpistole, ich repariere die jetzt einfach mal mit der. Euch nehme ich auch mal mit. Ich mache das jetzt nämlich wieder wie folgt. Du mit der reparieren, Kleidung, dich mit dem reparieren, dich mit der reparieren. Und alles nehmen. Zweimal trinken. Ich hasse es, wenn ich überlastet bin. Aber ich muss auch nicht immer jeden Scheiß. Ich muss auch immer jeden Scheiß mitnehmen. Ey. Ich bin ja auch blöd. Naja. Kronkorken. Warum ich den Truck dabei hatte, weiß ich selber nicht mehr. Naja. Ich trinke jetzt einfach immer was auf alles, was ich finde. Yay, wieder was gefunden. Wieder eintrinken. Trinke ich noch ein Korn. Auf alles, was ich finden tue, trinke ich noch ein Korn. Hallo. Na, mein Kleiner. Ach was, das lohnt sich nicht. What? What? Ach ja. Ich bin auch doof. So, das lohnt sich schon viel eher. Ja, ja, ja. Ich glaube, hinter mir ist noch ein Hund, aber der ist mir gerade einigermaßen egal. Boah. Gangaufsicht. So, die ist kaputt. Hier war doch kein Hund. Ne, das war nur der Terminal, der so geleuchtet hat. Öffnen Spind. Kronkorken. Öffnen Spind. Kronkorken. Öffne Metallkiste, New Coca-Cola und Kronkorken. Eintrinken. Verschlossen leicht, Geschützturmsystem. Die kommen immer so früh, diese Geschützturmsysteme. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Klammern. Weg mit dir. Weg mit dir. Das war's. Bleibt denn nur noch das hier? Ja, ich hab's verstanden. Ich mach das übrigens. Aber nicht um diese Geschütztürme zu... Nicht um die Geschütztürme zu deaktivieren. So. Sondern ich mach das... Warum hab ich einen Bleistift mitgenommen? Ey, das ist doch unglaublich. Nicht um die Geschütztürme zu deaktivieren, sondern man bekommt dafür ja jedes Mal wieder aufs Neue Erfahrungspunkte. Und ja, so sammelt sich halt einiges an Erfahrungspunkten zusammen, wenn man sowas immer macht. Wenn man immer jeden einzelnen Terminal, den man findet, hackt, da kriegt man so derbe viele Erfahrungspunkte für, egal ob das nur ein leichter ist oder wirklich ein schwerer. Man kriegt da Erfahrungspunkte en masse. Am Ende der Halle werden Bälle aufbewahrt. Hörst du mich, Betsy? Gut, von hinten konnte nichts kommen, das ist gut. Der hat nichts für mich. Den stoße ich lieber mal um. Hallo? Ich will dich umstoßen. Ja, oder so. So geht's auch. Die Zelle. Gut. Schülerakten abrufen, Akte abrufen, entschuldige Anwesenheit 7, störendes Verhalten 3, Rauchen auf Schulgelände 11. Krass, das sind wirklich alles Kettenraucher hier, die Leute. Ist ja unglaublich.
Und sie haben alle Pokale. Ich will auch einen Pokal. Das soll dann draufstehen. Ich weiß nicht. Irgendwas. Irgendwas Tolles soll da draufstehen. Ist genau wie sowas hier. Scheißegal, ob da irgendwas drin ist. Einfach öffnen. Weil es gibt einfach, seht euch die Erfahrungspunkte an. 48 Erfahrungspunkte für Lau eigentlich. Was haben wir denn hier drin? Kronkorken, Nudelholz. Noch ein Wissenschaftlerhandschuh. Kann man reparieren. Und ganz viele Bälle. Metallkiste. Ey, das sind solche ekelhaften Raucher hier alle. Das gibt's ja gar nicht. Das glaube ich ja langsam echt nicht. Bevor mich einer fragt, warum ich diese ganzen Sachen mitnehme, sowas wie Wissenschaftlerhandschuhe. Ich bin in Fallout hier wirklich ein begnadeter Waffensammler. Also ich